Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du die Vergleichsfunktion in einer Indexfunktion anwendest. Wie du hier siehst, habe ich mir eine Tabelle mit fiktionalen Datensätzen vorbereitet. Diese Tabelle kannst du ebenfalls für Übungszwecke nutzen, den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun mit der Anwendung starten, erkläre ich noch kurz, was die Indexfunktion und die Vergleichsfunktion eigentlich ist. Gleich vorweg, separat zu diesen einzelnen Funktionen gibt es ebenfalls Anleitungsvideos. Diese findest du auch in der Videobeschreibung. Gut, was ist nun eine Vergleichsfunktion? Eine Vergleichsfunktion in Microsoft Excel dient dazu, um einen Bereich zu scannen und im Anschluss herauszufinden, welche Zeilennummer ein gesuchter Begriff bzw. eine gesuchte Zahl hat. Die Indexfunktion hingegen dient dazu, dass man den Inhalt einer Zelle eines Bereiches ausgibt. Was heißt das nun in der Praxis? Wir haben hier eine Tabelle mit verschiedenen Artikeln, Artikelnummern, dem Bestand und dem Preis bzw. lieferbar oder nicht lieferbar. Wir wollen nun hier unten automatisiert, wenn man hier einen Begriff eingibt, dass es automatisch die Artikelnummer, den Bestand, die Region, den Preis und sonstiges ausgibt. Wie funktioniert das nun? Genau hierfür benötigen wir eine Indexfunktion, sprich die Ausgabe einer Zelle. Und um diese Zelle zu orten, unter Anführungszeichen, benötigen wir die Vergleichsfunktion. Gut, fangen wir an mit der Artikelnummer. Hierzu gehen wir hier in dieser Zelle rechts neben Artikelnummern und machen einen Doppelklick bzw. klicken hier oben rein. Nun geben wir ist gleich Index, Klammer auf, ein und teilen so Excel mit, dass wir eine Indexfunktion möchten. Nun sehen wir hier Matrix, Zeile und Spalte. Die Matrix ist nichts anderes als der Bereich, den wir gleich markieren, wo diese Funktion suchen soll. In unserem Fall in der Artikelnummer ist es hier. Wir können allerdings auch den gesamten Bereich markieren, denn am Schluss sehen wir Spalte und die Spalte bezieht sich hier in unserem Fall auf die Matrix. Das heißt, wenn wir hier bei der Spalte dann 2 eingeben, so weiß die Indexfunktion, hey, ich muss hier in der zweiten Spalte suchen. Gut, nun machen wir einen Strichpunkt und jetzt müssen wir herausfinden, in welcher Zeile der nachfolgenden Spalte er suchen soll. Und hierfür nutzen wir die Vergleichsfunktion. Wir geben nun Vergleich ohne ist gleich ein. Das macht man immer, wenn man eine Funktion in einer Funktion machen möchte und Klammer auf. Nun sehen wir die drei Kriterien der Vergleichsfunktion. Wie gesagt, eine Anleitung hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das erste, was wir machen, ist das Suchkriterium, sprich nach was soll er suchen. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir möchten, wenn wir hier was eingeben, sprich einen Artikel eingeben, dass nach diesem gesucht wird. Das heißt, unsere Zelle, die wir hier angeben, ist diese. Nun machen wir einen Strichpunkt und geben die Suchmatrix ein, sprich der Bereich, der gescannt werden soll. In unserem Fall sind es die Artikel. Das heißt, wir markieren hier B3 bis B7. Nun machen wir wieder einen Strichpunkt und geben die Übereinstimmung ein, sprich den Vergleichstypen. Hat man hier eine Zahl oder sonstiges, kann man kleiner als, größer als machen. In unserem Fall ist es ein Text, weshalb wir eine genaue Übereinstimmung benötigen. Wir schreiben deshalb 0 und machen nun die Klammer zu. Nun haben wir die Matrix angegeben, die Zeile angegeben, wo er suchen muss und jetzt fehlt noch die Spalte, das heißt, wir machen einen Strichpunkt und geben nun die Spalte ein. Wir haben ja diesen Bereich hier markiert für die Indexfunktion und suchen soll er in der Artikelnummer Spalte, das heißt, es ist die erste, die zweite Spalte, ja? 1, 2. So, wir geben 2 ein und machen die Klammer zu. Wir drücken nun auf Enter und wir sehen, dass hier, wenn Smartphone eingegeben ist, die Artikelnummer 1406-2010 angegeben wird. Wir machen einen Test
und geben Fernseher ein und nun sehen wir, dass die Funktion funktioniert hat. Wir machen noch einen Test und geben Lautsprecher ein und auch hier funktioniert das Ganze. Gut, du kannst dies weiter üben, indem du die Felder ausfüllst. Wie am Anfang gesagt, du findest die Tabelle als Download in der Videobeschreibung. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung von mir, und zwar möchtest du dein Microsoft Excel Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Excel Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen über Microsoft Excel vom Einsteiger bis zum Profi. Zusätzlich stehen dir zahlreiche Downloads in Form von Vorlagen, Hilfsmitteln, Übungen und so weiter zur Verfügung. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.